ihn schon entdeckt. Hopp, hopp, die Eule. Das ist dein Pappkarton. Da ist eine Überraschung drin. Die Ameise fragt sich, was im Karton sein könnte. Hopp Hopp ist auch neugierig. Genau wie Tok Tok. Die Ameise hat sich hinter einem Stein verschanzt. Oh, drei Ameisen. Hallo ihr beiden. Hallo. Das ist aber ein schwerer Karton. Ich frag mich, was drin ist. Dreht ihn um. Das sind Spielzeuge aus Holz. Gemüsebeete. Gemüse. Eine Gießkanne. Ein Schubkarren. Und ein Spaten. Lasst uns Blumenkohl pflanzen. Wir pflanzen Blumenkohl. Gut gemacht. Oh, die Ameise ist wieder da. Sie nimmt einfach eine rote Beete mit. Das ist aber nicht nett. Karotte. Jetzt pflanzen wir die Karotte. Prima. Moment mal, Tok Tok. Das ist rote Beete. Sei nicht traurig. Pflanze sie in ein anderes Beet. Hier. Gut gemacht. Und jetzt das andere Gemüse. Karotten. Und rote Beete. Schau mal, wir brauchen noch eine rote Beete. Ihr müsst sie suchen. Wo könnte sie sein? Da ist sie. Die Ameise möchte sie wohl essen. Sie hat die rote Beete auf den Ameisenhaufen gelegt. Aber das ist ein Spielzeug. Das kann man nicht essen. Steck die rote Beete ins Gemüsebeet. Gemüse. Tok Tok hat eine Gießkanne gefunden. Er gießt das Spielzeuggemüsebeet. Das Gemüse ist gewachsen. Zeit ist zu ernten. Hopp Hopp hat einen Traktor gebracht. Tok Tok nimmt den Spaten und gräbt das Gemüse aus. Oh je, da ist schon wieder die Ameise. Hopp, hopp, halt an. Spielzeug kann man nicht essen. Wie wäre es denn mit einem Lutscher? Zu schwer? Tok Tok wird dir helfen. Na los. Lass es dir schmecken, kleine Ameise. Die kleinen Vögel müssen die Spielzeuge wieder einsammeln. Sie nehmen sie mit nach Hause,
damit nichts verloren geht. Tschüss, ihr beiden. Haha, und die Ameisen machen sich mit dem Lutscher aus dem Staub. Schaut mal, was Hop-Hop da macht. Wie er tanzt und lacht. Und was, wenn er sich versteckt? Habt ihr ihn schon entdeckt? Hop-Hop die Eule. Hallo, Eulenküken, Hop-Hop. Hihi. Hallo, Specht-Tok-Tok. Ihr fahrt mit dem Zug? Was sucht ihr? Gemüse. Hahaha, viel Gemüse. Das ist eine Kartoffel. Eine rote Paprikaschote. Eine Orange und eine gelbe Paprikaschote. Ha! Hop-Hop jongliert mit dem Gemüse. Eine Tomate. Eine Gurke. Legen wir sie auch in den Zug. Kohl. Der ist aber schwer. Versucht ihn zusammenzuheben. Na also, es hat geklappt. Knoblauch. Ein Radieschen. Brokkoli. Eine Karotte. Eine Zwiebel. Jetzt haben wir viel Gemüse. Wir können weiterfahren. Paprika. Kartoffeln. Eine Tomate. Eine Gurke. Kohl. Eine Karotte. Eine Zwiebel, Brokkoli, ein Radieschen und Knoblauch. Ha! Tok-Tok springt schnell auf. Hop-Hop, Tok-Tok, lasst uns das Gemüse waschen. Wo willst du denn hin? Hahaha! Tok-Tok hat sich einen Regenschirm geholt, um nicht nass zu werden. Die Paprikaschoten sind sauber. Die Kartoffeln auch. Die Tomate. Die Gurke.
der Kohl und der letzte Wagen. Fertig! Das Gemüse ist jetzt sauber. Wir können es nach Hause bringen. Fahren wir! Gut gemacht, ihr beiden! Schaut mal, was Hop-Hop da macht! Versteckt. Habt ihr ihn schon entdeckt? Hop, hop, die Eule. Haha, eine Spinne. Hallo, Specht Tok Tok. Hast du gehört? Was ist da heruntergefallen? Äpfel. Und Äpfel sind Obst. Hörst du dieses Geräusch? Was ist das? Das ist das Eulenküken Hop Hop auf seinem Motorrad. Hallo Hop Hop. Unsere zwei Freunde werden Obst sammeln. Los geht's! Wartet! Das ist eine Ananas. Ananas ist auch Obst. Nehmen wir die mit. Oh, ein Schmetterling. Der Schmetterling hat sich auf eine Birne gesetzt. Jetzt ist der weg. Tok Tok, willst du den Schmetterling fangen? Haha, der ist schon wieder weggeflogen. Ah, Hop Hop hat so viel Obst gesammelt. Es muss gewaschen werden. Hier ist ein Becken mit Wasser. Das Wasser ist warm. Hop Hop, wirf das Obst ins Wasser. Eine Ananas, Äpfel, eine Birne, eine Banane, eine Orange, eine Honigmelone, eine Pampelmuse, eine Limette, eine Kiwi. Ah, ein Kescher. Damit können wir das saubere Obst aus dem Wasser holen. Eine saubere Orange.
eine saubere Banane, eine saubere Birne, eine große, schwere, saubere Ananas. Limette, Äpfel, Kiwi, Pampelmuse. Die Honigmelone ist sauber und schwer. Tok, tok, pack mit an. Die beiden Freunde haben das Obst gewaschen. Jetzt kann es gegessen werden. Obst ist sehr gut für die Gesundheit. Und schmeckt auch gut. Hahaha.